Olli, moin. Du hast so neulich die Gitarren aus dieser Serie getestet und hast gesagt, vielleicht kannst du Marco dazu bewegen, mal über dieses Ding einfach mal ein kurzes Video zu drehen. Moin, Olli, hier ist er. Und zwar für euch heute Session Bass Kanal mit Peter an der Kamera und Marco im fast noch provisorischen Videostudio in Frankfurt am Main. Und zwar der Fender, und zwar diese limitierte Edition Fender Special Run 58 Precision, und zwar Vintage-mäßig in der Roasted Ash, also geröstete Esche. Mal vorstellen, ein super Gerät, wie ihr seht. Ich habe Kabel und so weiter dabei natürlich. Und ja, lege ich einfach mal los, weil, wie gesagt, Olli meinte, ich sollte doch mal ganz kurz. Oh ja. Tonblende zu und jetzt Tonblende auf. Hallo Leute, und zwar heute ist Black Friday irgendwie, aber wir machen einen Quick and Dirty Friday daraus, und zwar im neuen Studio. Ist noch nicht ganz fertig, wie ihr seht. Ich mach's mal schwenken, vielleicht sehen die, was seit dem letzten Mal passiert ist. Also Olli hat irgendwie seinen ganzen Scheiß mehr oder weniger abgeholt. Bist du jetzt noch da, gell Peter? Ja, so zwei, drei Sachen. Aber hier Lampen, Molton, die Träger stehen. Also Leute, es wird. Ja, es wird. Also es bedeutet, demnächst gibt es hier mehr richtig schöne kleine Produktionen von Mr. Peter himself. Ja, Fender hat mal wieder zugeschlagen im Thema Fender Special Run. Das sind immer Instrumente, die es ja, nur limitiert gibt. Für jeden Händler gibt es nur eine bestimmte Stückzahl. Und diese Stückzahl, ja, die ist wirklich klein. Wir haben von denen nur ein paar bekommen. Dazu gibt es irgendwie Tele und Stratocaster. Das hat ja der Oliver Hartmann, mein werter Freund und Kollege, neulich euch schon mal gezeigt. Wir haben es hier mit einem 58 Precision Bass zu tun, der natürlich so ein bisschen anders aussieht als sonst diese ganze Vintage-Geschichte. Ne? So mehr so in diesem IKEA-Style. Wir haben eine schöne, sehr, sehr leichte Esche, die sehr, sehr resonant ist. Dann haben wir einen Ahornhals und das Ganze ist, wie ihr seht, ja, in so, ja, das ist so roasted Esche. Das bedeutet, das ist so einfach so bearbeitet worden und es sieht irgendwie sehr, sehr schnieke aus. Man kann die Maserung der Esche sehr, sehr gut fühlen. Das Ganze ist schon natürlich lackiert, aber sehr, sehr leicht. Dadurch schwingt der Bass sehr, sehr gut. Der Hals auch hier, Ahorn mit einem Walnussstreifen für den Halseinstellstab. Vier Vintage-Mechaniken links drehen, wie es sich gehört. Schöner, breiter, schmaler Hals, wie der Papa das mag. Ich stehe einfach auf diese fetten Hälse. Das hat einfach, yeah, das hat einfach... Dicker Hals, dicker Ton, ist ganz einfach, ist nun mal so. Ansonsten gibt es ein paar Kleinigkeiten. Klar, erstmal der Look, ja, finde ich unschlagbar, weil, wie gesagt, das ist wirklich mal was Besonderes. Dann haben wir so ein Aluminiumschlagbrett, das kennt ihr wahrscheinlich alle aus dieser Vintage-Serie. Normalerweise ist das so Messinggold, das ist auch Messing, aber das ist halt eben dann irgendwie dunkel eloxiert. Dann haben wir die ganz normale L-Brücke mit den kriegst du das drauf? Ja, mit den kleinen feinen Rillen für die Seitenführung. Die tut natürlich wirklich ihr Bestes. Mehr muss man nicht haben. Master Volume, Master Ton. Und klar, die obligatorische klar, Thumbrest, also Daumenschütze, muss sein bei meinen Bässen. Könnt ihr natürlich gerne wegschrauben. Ansonsten haben wir hier ein
Split-Coil-Tonabnehmer, bei der typisch für die End-50er-Jahre-Bässe die Pole-Pieces für die A-Seite etwas höher stehen. Dadurch wird der Tonabnehmer anders eingestellt, weil man hat das früher gemacht, um den Lautstärkeunterschied von E- zu A-Seite besser zu kompensieren. Heutzutage hat man sich da irgendwie anders geholfen. Neue Precision-Tonabnehmer haben alle die gleichen Pole-Pieces und man macht das einfach mit der Winkeleinstellung der Tonabnehmer. Das ganze Ding ist echt leicht. 3,6, 3,7, 3,8, das sind so die Gewichtsklassen bei diesen Dingern. Der Bass ist nicht kopflastig, sieht aber Bombe aus, würde ich mal sagen. Schön vor der Plauze einfach hingehängt, macht es immer einen sehr, sehr schlanken Fuß. Und wir haben es natürlich ganz klar mit ganz normalem P-Bass-Sound zu tun. Das heißt, fleischig, rund und natürlich halt dem immer Meat and Potato. Das bedeutet, das ist wie ein Bass zum Begleiten. Klar kann man da auch solieren, aber ihr wisst ja Leute, ich bin nicht unbedingt der Freund für Solis. Dafür habe ich noch nie irgendwie groß Geld bekommen. Und letztendlich ist ja sehr resonant. Lässt sich in Anlagen sehr, sehr gut spielen. Wie gesagt, wir haben die Dinger im Laden, wir haben das ein bisschen eingestellt, so ein bisschen die Seitenlage einfach verändert, weil die Dinger waren sehr scheinbar schon ziemlich lange auf Reise. Diese Löcher nicht erschrecken, das Ding wird normalerweise mit den Aschenbecher ausgeliefert. Da ist ein wunderschöner Koffer dazu und wie gesagt, limitierte Auflage. Das bedeutet, gibt's nicht so lange. Wie ein P-Bass klingt, Leute, na gut, das wisst ihr. So könnte er beispielsweise klingen, wenn man so irgendwie so bekannte Stücke spielt. Ich habe jetzt unsere Agila Testanlage mal ohne Drive geschaltet, das bedeutet also recht clean, wobei so richtig clean kann der Marco ja irgendwie nicht. Also schön Walking Bass mäßig, wunderbar. Kann man natürlich halt den alle Zwischenebenen und Zwischenstufen der sagen, Precision Bass ist nicht variabel, Leute. Ihr müsst variabel sein, nicht der Bass. Das ist so ganz klar. Für Plektrum ganz klar, ne? Bisschen Drive vielleicht gefällig? Oh yeah, baby, bisschen Drive. Heute Fender 58, Fender Special Run in Roasted Ash, also in schönen IKEA-Style. Leute, kommt vorbei, wir haben den da anders bereit. Da könnt ihr eure zwei Gitarristen mitbringen, die sonst gleich von der Serie eine Tele und eine Strat mitbringen. Und Olli, ja, das war der. Peter und ich verabschieden uns von Quick and Dirty Friday und machen gleich mit dem nächsten Shot weiter, oder? Er nickt. Leute, schön mit euch wieder gewesen. Schönen Gruß aus Frankfurt. Arrivederci. Ciao.